im Stubaital. Mein Name ist Benny Obex. Wir installieren außergewöhnliche Erlebniswelten-Projekte rund um die Welt, eigentlich mit Naturmaterialien. Bei dem Naturschauplatz Mischbach-Wasserfall geht es um eine Plattform in Tropfenform, nur auf dem Stein und in der Erde verankert. Wir haben nur Akkuwerkzeuge jetzt verwendet, war für uns eine riesen Erleichterung, weil wir dann Benzinaggregate und solche Dinge, die sind jetzt im Tal geblieben und wir haben jetzt mit den neuen Akkugeräten von Bosch eigentlich perfekte Bedingungen gehabt, um das schnell und effizient umzusetzen. Ja, dass wir da jetzt vor Ort oben sofort auch das nächste Gerät, die nächste Maschine mit demselben Akku verwenden können. Und dann haben wir weniger Akkus mit weniger Last zu tragen. Natürlich, ab gewissen Höhen ist die Kickback-Funktion natürlich sehr wichtig, dass es auch nicht aus dem Stand reißt, wenn der Akkuschrauber jetzt einen starken, langen Schrauben reindrehen muss. Das Novum an den Geräten ist ja das, dass es ja wirklich ein normales, am Netz angeschlossenes Gerät, ja, vollständig ersetzt. Die Kapp- und Gärungssäge, die Innovationen sind für mich eben das Sägeblatt und eben die extrem lange Akkulaufzeit. Bretter anpassen, Winkel schneiden, schindeln, zack, zack, bin ich viel schneller als bisher. Es ist perfekt, dass die Absaugungsgeräte auch anlaufen, wenn gestartet wird, dann wird es auch verwendet. Wenn mehrere bis alle in der Halle produzieren müssen und verschiedene Arbeitsstationen sind, dann bin ich super dankbar, dass es Absaugungen gibt. Wenn ich absaugen konnte, bin ich am Feierabend richtig froh drum, weil ich noch genauso leicht schnaufen konnte wie am Morgen. Für uns ist es am schönsten, wenn wir die Kinder lachen sehen und dann natürlich die Erwachsenen. Es ist total schön, was Sinnvolles beizutragen. Mhm.